Hi, hier ist Max. Willkommen zurück zu Doom Eternal Level 5. Und zurück in das Fortress of Doom, wo wir einige coole Sachen freischalten können, hoffentlich. Ja, jetzt müsste Sonntag sein, glaube ich, meinem Backlog zufolge. Und das heißt, die ersten zwei Wochen unserer Zwangsisolation, nenne ich es mal, sind jetzt schon vorbei. Wie geht's euch denn? Also manche von euch, die hier zuschauen, waren ja unter Umständen auch gar nicht isoliert. Meine Lehrerfreunde, meine Schüler natürlich, andere vielleicht auch. Habt ihr eure Zeit gut rumgebracht? Warum mischt sich die eigentlich immer ein? Sentinel Battery Station. Also ich kann definitiv mir das Ding hier mal freischalten. Und hier auch noch. Ich habe ja noch ein paar. Das ist eigentlich ein cooles Upgrade-System. Vor allem, weil das so, weil man sich es nicht in dem Menü kauft, sondern hier tatsächlich dann sich erarbeitet. Das ist einfach nur ein Skin. Wow, ich habe selten so einen unnützen Mist gesehen wie das. Ein Skin. So ein Scheiß. Ich dachte, das wäre vielleicht eine neue coole Rüstung mit mehr Rüstung einfach. Ja, genau, solche Sachen sind cool. Davon können wir nicht genug haben. Noch mehr Ammo. Sollen wir ein bisschen auf mehr Energie gehen? Ich habe das Gefühl, dass wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt volle Lotte. Und dass mich da ein bisschen mehr Energie vielleicht auch nicht gerettet hätte. Auf der anderen Seite haben wir jetzt auch echt einiges an Munition parat. Deswegen komm. Was ist das? Yeah! Ballista. Perks enhance your abilities, unlock new abilities. Kann ich das hier machen? Das kann ich hier machen. So. Oh, und ich habe auch noch... Ich habe schon seit zwei Episoden meine Punkte nicht mehr eingesetzt. Ist auch gut. Ja, weil es so viel zu machen gibt, ne? Dann vergisst man irgendwann alles. Und alles ist irgendwo anders. Eine Sache ist im Raumschiff, eine Sache ist im Menü. Okay. Das finde ich gut. Zweimal Fragstock. Und Scatterbombs. Alter. Okay, dann müssen wir jetzt mehr Frag Grenades auf jeden Fall benutzen. Also, auf nach Griechenland oder wo das war? Ich weiß es nicht. Es sind schon 11 Minuten vergangen und ich habe noch gar nichts gemacht. Super Gore Nest. Okay, was sind denn eigentlich unsere Challenges heute? Acquire a Weapon Mod. Ja, das klingt an für sich sinnvoll. Complete both secret encounters. Ah, das könnte schon schwieriger sein, wenn ich die nicht finde. Perform 3 different glory kills on Pinkies. Okay, also die darf ich nicht komplett zersensen, sondern sollte gucken. Dass ich die Glory kille erstmal. Was ist das denn hier alles? Das ist sau eklig. Naja, schauen wir mal. Erstmal alle Gegner besiegen und dann umgucken. Ich glaube, hier hätte ich besser eine andere Waffe genommen, aber egal. Uhu. Die Sticky Bombs sind einfach das Beste, was es gibt. Noch jemand da? Ah, guck mal hier. Oh, hier unten kann man auch laufen. Wusste ich nicht, aber gut zu wissen. Also.
Oh. Wow, das ist der falsche. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Ich brauche Energie. Nervig. Nervig! Ich verliere auch langsam den Überblick, okay, wo die, wo die Waffen sind, die ich brauche. Komm. Komm. Toll, jetzt stirbt er einfach. Ich wollte einen Glory Kill machen. Wahrscheinlich war das einer von den drei Pinkies, die es in der Map gibt. Oder in dem Level. Also. Genau, die Micro-Missiles, ich habe die gesucht. Die sind auf der 2. Die sind ja in dem. In diesem komischen Gewehr. Okay, was ist hier? Warte mal, hier sind diese Schwingdinger. Ah, okay. Das haben wir schon mal. Aber das sind nicht diese Secret Encounters. Ne, das sind diese Angriffe. Okay, kann ich jetzt vielleicht da oben rein? Ja, komm. Nee, kann ich nicht. Das ist gemein. Okay, das ist schon mal ein Weapon Mod. Für die Ballista. Okay, Arbalest, Energy Projectile oder Destroyer Blade. Das will ich haben. Yes. Geiler Scheiß. Hebe ich mir auf. Hm? Too good to use. Ja, da muss ich irgendwie hin, aber wie komme ich da hin? Meint ihr, ich komme da später noch hin? Ich befürchte, nein. Ja, das ist jetzt too good to use. Hey, Baby! Bin natürlich fast gestorben, deshalb. Ist aber egal. Das war den Spaß wert. Wow, oh, no, oh, okay, 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 okay. Was machen wir hier? Kann ich hier hoch? Okay. Mini-Missiles. Ich will die Mini-Missiles. Zack. Zack. Da.
Oh Mann, out of fuel. Und ich habe mich noch schlagen lassen. Ey, diese Map ist komplett chaotisch. Ich weiß überhaupt nicht, wohin. Der stirbt immer direkt. Ich kann doch überhaupt keinen Glory Kill machen bei dem. Das wird eine miese Challenge hier. Kriege ich keine Sentinel Battery. Geil, oh, das sind die Schlüssel. Okay, habe ich Schlüssel? Habe ich einen Schlüssel? Ich habe keinen Schlüssel. Ah. Was zur Hölle? Was war jetzt das? Also nochmal bitte. Ja. Gut, ich nehme an, wir kriegen die Sachen. Buff Totem. Increase Speed on nearby Demons. Will endlessly spawn. Okay, also Buff Totems müssen kaputt gemacht werden. Okay. Wo ist der Scheiß? Sag mal, bin ich doof? Ich sehe den Totem nicht. Ah, hier. Komme ich da rein? Wie komme ich da rein? Was ist das hier? I don't get it. Will endlessly spawn. Ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Könnt ihr nicht erstmal für den Anfang irgendwie was Leichteres machen? Bei dem ich auch verstehe, was zu tun ist? Ich weiß nicht, wie ich an das Ding rankomme. Er zeigte mir da irgendwie so ein... Hier, das da. Was ist das? Ich kann's doch so nicht lösen. Ah, irgendwo ist jetzt was aufgegangen. Aber warum? Hier ist was aufgegangen. Ah, okay, jetzt beamt sich irgendwas. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ah, hier. Ja. So. Okay, Jungs, ohne Scheiß, das war so verwirrend. Was sollte das? Ist es vielleicht möglich, dass mir einer kurz erklärt, was hier passiert ist? Irgendwie sind diese Dinger aufgegangen, aber ich weiß nicht warum. Einfach so? Earth is the melting pot of the universe. Ey, zu viele von denen. Vor allem zu viele auf einmal. Meine Regel, immer rumzuspringen, sollte ich vielleicht doch einfach mal befolgen. Was ist das denn hier? Keiner weiß es. Nein! Jetzt! Oh, das war so knapp! Und vor allem so unnötig.
Kettensäge, Kettensäge. Ich habe noch eine, ja. Ja, komm mal hier hoch, komm mal hier hoch. Komm, komm. Komm, komm noch hier hoch. Du gehst auch. Ja, das war wohl ein Grafikfehler. Verdammt. Es ist noch verwirrender als die anderen Level schon. Du dumme kleine Sau. Nein! Die können ganz schön nervig sein. Was haben wir noch? Da hinten ist noch so ein Penner. Und das war's. Das war's nicht. Doch, das war's. Hm. Ah, heieiei. Okay, coole Arena. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Und jetzt merkt man langsam auch, wie manche Gegner in Kombination richtig assi werden können. Also gerade diese Schildtypen, die blocken ja sogar, wenn man springt, dann teilweise das. Das ist sehr gemein. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch so an Geheimnissen finden können. Ey, auf dieser, in dieser Map finde ich einfach überhaupt keine Geheimnisse. Wohin muss ich denn? Irgendwie da oben? Schauen wir erstmal, was hier ist. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Okay, wir kommen immer wieder zu diesem Hub zurück. Da kam ich her. Okay, was ist denn das hier eigentlich? Ah, okay. Ich brauche also alle Schlüssel. Ich verstehe. Okay, ist aber ein klares Ziel. Hier ist jetzt irgendwas aufgegangen. Gut. Sometimes evolution just needs a little push. And here at the UAC, we push hard. Oh, hier ist ein One-Up. Ist schon mal gut. Kann man hier sonst noch irgendwo hin mit diesem Ding? Ich glaube nicht. Na dann. Ein unsichtbarer Pinky? Das ist ja mal voll nervig. Pinky? Wo ist er?
Ist er noch da? Ich glaube, er ist tot. Ich weiß nicht, ob ich in diesem Spiel jemals ein One-Up länger als eine halbe Minute hatte. Ich habe auf jeden Fall jetzt während der Zeit der Schulschließung echt mal wieder wirklich ausführlich Gelegenheit gehabt zu zocken. Und dafür bin ich in dem Sinne auch echt dankbar, denn klar kann ich auch nach der Schule daheim zocken und so weiter, aber irgendwie bin ich dann manchmal auch einfach fertig und will dann quasi nichts Anstrengendes mehr machen. Und zocken kann ja durchaus anstrengend sein, also man muss sich zumindest drauf einlassen. Na, wo ist er? Mit seinem Schild, da ist er. Ich mach immer zu viel. Immer zu viel. Was ist das eigentlich? Rat Suit. Protects the player from toxic slime, but degrades over time. Noch mehr Kram. Langsam wird's ein bisschen viel, finde ich. Okay, das füllt das eh wieder auf. Dann, weißt du, dann könnte man es nämlich irgendwann auch einfach lassen und sagen, okay, was bringt's? Dann entweder gibt mir halt nicht so viel Verteidigung gegen diesen Mist. Da komme ich aber nicht rüber. Das schaffe ich nicht. Ah, doch. Ah, guck mal. Da ist schon mal einer von diesen. Den zweiten verpasse ich dann wahrscheinlich. Das ist total assi, den hier direkt vor meiner Nase zu spawnen. Gehört der dazu? Die gehören dazu, oder? Fuck. Yes, das war ganz knapp. Aber ist okay, ganz knapp reicht mir aus. Sehr gut. Ich habe ja auch keinen neuen Schlüssel erlangt oder irgendwas. Ah, ja doch. Immer gucken. You now have access to the heart chamber. Okay, das war schon mal eins von dreien. Also vielleicht kriege ich es doch noch irgendwie gebacken. Aber das, die Challenge hätte schon lange fertig sein müssen, glaube ich. Neue Munition. Chain Gun. Yes! Ah, stimmt, ich glaube, wenn die im Glory-Kill-Ding sind, kann man sie auch zersägen. Hier ist ja wieder ein bisschen Munition. Okay, das ist jetzt die Nummer 7. Hat
dieselbe Munition wie das hier. Scheint mir. Wie geht's? Das war wieder so ein ewig langes Level. Okay. Sägen. Sägen. Ich hab's verstanden. Jetzt haben sie vorhin auch irgendwann diesen Totem eingeführt. Und den habe ich nie wieder benutzt. Und jetzt habe ich es, glaube ich, gejinxt, aber egal. Was sind wir wieder hier? Ich hab's gejinxt! Oh Mann, ich Vollidiot. Warum mache ich sowas immer? Okay, schauen wir mal, wo das Ding ist. Denn wir wissen, irgendwo hier muss es ja sein. Ah, guck mal. Lebst noch? War der schon tot? Ganz viele Praetor Points. Die ich ja schon lange wieder einsetzen könnte, oder? 5 Stück. Wollte ich irgendwas Bestimmtes noch? Ja, hau mal rein. Ach komm, das ist jetzt aber wirklich Mario-mäßig. Hm? Halt die Lapp. Da sind auch noch Geheimnisse. Okay, warte mal. So. Da 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 da. So. Noch mehr Kram. Ich brauche diese Runen alle gar nicht. Hey! Ich hab's geschafft. Es fehlt mir nur noch dieser Kack hier. Oh no. Easy.
Get wrecked. Get wrecked. Ah, ich hab... Es gab so eine Phase in Counter-Strike. Da haben alle ständig ja easy get wrecked gesagt. Und es war irgendwann einfach nur nervtötend. Was aber wahrscheinlich daran lag, dass man ja selbst gereckt wurde und dass man selbst too easy war. Hätte ich vielleicht nicht gleich nehmen sollen. Aber egal. Okay, sind wir... Sind wir ja wieder hier. Ah! Da oben? Nein, hier. Ist das eklig, wie so eine aufgeschlitzte Fleischwand. Ihr seid echt eklig, Doom-Entwickler. Aber deswegen liebe ich euch auch. Also. Da ist der Schlüssel. Was will ich hier nochmal machen? Ah, ich brauche erst den Schlüssel. Bäum. Da kommen welche. Nein? Ja, voll rein. Voll nie guckt. Jetzt macht ihr die Scheiße auch noch in dem Siff hier. Komm, komm, komm. Ekelhaft. Hier machen wir wahrscheinlich nochmal einen Kampf, oder? Aber was mache ich jetzt, wenn ich da oben bin? Also ich kann jetzt hier rein und kann hier hochspringen. Ah, und jetzt kann ich hier hochklettern. Ich will aber erst noch schauen, ob hier noch irgendwas Besonderes ist. Denn es wäre echt sinnvoll. Gab es noch irgendwo eine blaue Tür? Da oben war noch ein Secret. Ah, guck mal. Wie komme ich denn da hin? Ich kann die Glory Kills machen. Das braucht einfach zu viel Zeit. Auch wenn es durchaus sinnvoll sein könnte. Okay. Dann kann ich ja wieder zurück. Okay. Ich muss ein bisschen sägen. Ah, da vorne ist die Tür. Ich werde natürlich wieder die Challenge machen, ist ja klar. Muss ja sein. Okay. Irgendwo ein hässlicher...
low health, ja, sehe ich. War's das? Das kann es nicht gewesen sein, oder? Da? Ihr wisst, was jetzt kommt. Warum mache ich sowas immer? Warum? Kaum Munition. Fuck it. Auf geht's. Wow, ganz viele von diesen hier. Wow, ich sehe nichts mehr. Chaos! Die längste Zeit war's Terror! Also diese Schilddinger sind zu meinen neuen Hassgegnern geworden. Die sind so nervig. Runter! Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir alles nicht hier. Das gefällt mir nicht. Aber bisher, muss ich sagen, läuft's doch ganz gut. Low Ammo, kein Problem. Läuft doch super. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wie wär's mal wieder mit einer Kettensäge? Wäre das eine Idee? Ja, doch. So, hier. Zack. Mann, ich hätte hier sägen sollen. Was kommt jetzt wieder? Was kommt jetzt wieder? Na, okay, das funktioniert einfach nicht. Oh, oh. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng fest. Oh, nein, okay, der ist tot. Benutzt die anderen Waffen einfach nicht. Aber wisst ihr was? Es ist irgendwie scheißegal. Ne? Ja, es ist wurscht. Das ist völlig egal. Ich hau's einfach durch. Das bedeutet... Charm! Das Spiel hat jetzt in mir seinen Meister gefunden. Na, dann schauen wir doch mal, ob das Level hier vorbei ist. Müsste eigentlich... So rein von der Logik her, fand ich, war das jetzt ein zusammenhängendes Level. Schön, dass sie einem in diesem grünen Ding immer zeigen, wo man ist.
Ach ja, stimmt, das muss ich ja auch noch machen. Das Herz muss ich ja kaputt machen. Das habe ich ganz vergessen. Boom! Oh, das wird so eklig. Gleich hört ihr den Sound von zermanschten Melonen. The generator is now at full power. You can now use the main console to destroy the heart. Ja dann. Baby! Warum machen wir das nochmal? Weil da irgendwie das... Was macht das Herz genau? Das Portal aufrechterhalten? Ekelkerzen. Warning. Main generator overload. I repeat. Main generator overload. Proceed to the nearest emergency exit. Okay. Ein Wettrennen ist doch auch mal schön. Geht bestimmt super. So. Wohin? Hier runter. Nice. Waha. Boom. Tür geht auf. Und hier lang. Zack. Oh, ich bin... Das war einfach. Ah, das ist eine geile Animation. Sehr schön. Das war bestimmt nicht einfach, diesen fleischigen Klumpen zu animieren. Hell yeah! Jo! Fast alles, aber ist egal. Wir haben das meiste geschafft. Es hat richtig viel Bock gemacht. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben oder einen Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Doom Eternal. Bye, bye.